Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Nadine und zusammen mit meinen sechs, aktuell tatsächlich sieben Hunden, da ich eine wunderschöne Galgo-Dame an einem spanischen See gefunden habe. Wir leben und reisen seit circa 7 Jahren jetzt in diesem wunderschönen bunten Wohnmobil namens Johnny durch die Weltgeschichte, erleben wahnsinnig viele Abenteuer, Hochs und Tiefs, alles, was uns ja begegnet, das zeige ich euch in meinen täglichen Vlogs. Also jeden Dienstag und jeden Freitag, ab und zu auch Livestreams und Special-Videos, auch unter der Woche. Die folgen auf jeden Fall hier auf meinem Kanal. Also bleibt gerne dabei und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Aktuell sind wir im Ruhrgebiet unterwegs und bekommen, ja, ich denke mal, sozusagen viel Besuch, wie man sieht. Und ja, eine liebe Freundin von mir, die hat ganz viele süße kleine Havaneser und Mischlinge. Und ja, wir gehen jetzt erstmal mit Allemann. Wie viel waren das? Ich glaube, 13, 14 Hunde, 15 Hunde waren es insgesamt. Und wir gehen jetzt erstmal hier schön durch den Wald und zum See spazieren. Ich glaube, es sind 2 Stunden her und die Hunde sind einfach jetzt müde, müde, müde. Und wie die Galgos so sind, wollen sie immer kraulen, kraulen, kraulen und komisch, ja, ganz komisch liegen. Aber das kann nicht nur eine, sondern die Raya kann das auch. Ja, so liegen sie am liebsten. Jetzt machen wir erstmal Siesta und dann geht's weiter. Maddie möchte kuscheln, ne? Ja, Maddie. Seine. Machst du? Machst du? Maddie möchte raus. Maddie möchte raus. Mag Käse auch noch. Na super. So, Friends, es ist später, etwas später. Es ist voll und ich muss mich echt zusammenreißen, Freunde, was jetzt passiert oder was hier am Wochenende abgeht. Ich muss mich echt beruhigen. Camping. Wir sind hier neuerdings auf dem Campingplatz. Camping, Camping, Camping. Auf einem Parkplatz, wo das Ordnungsamt gerne mal doch vorbeifährt und sagt, mögen wir nicht die Camper, finden wir ein bisschen zu viel oder dies und das. Campingverhalten geht gar nicht. Wir fuhr ja die Tage noch ein Polizeiauto, Polizeimotorrad hier vorbei, hat sich die Sache angeschaut. Wenn die das sehen, ist natürlich klar, dass das irgendwann nicht mehr geht. Und auch wenn es nur am Wochenende passiert, es ist einfach, genau das macht das Ganze kaputt. Deswegen dürfen wir hier irgendwann gar nicht mehr stehen. Aber ich sag mal nichts, ne? Jetzt sind zu viele. Da hinten geht es ja noch weiter. So, Friends, Stunden später, wir sind auf unserer Abendrunde. Wir haben noch immer, also Besuch, 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 finde ich richtig cool. Und auch der Christian und die Sandra sind neu gekommen mit ihrem Podenco und ihrem wunderschönen neuen Galgo. Ja, haben wir noch ein bisschen vorm Wohnmobil gesessen, neben den anderen, die alle ihren Stühlen sitzen. Aber entspannt, da hinten geht jetzt gerade die Party am Strand, deswegen gehen wir da jetzt nicht lang. Da kommt ein Fahrradfahrer. Ja, jetzt gehen wir die Abendrunde ganz schnell und dann geht's ab ins Bettchen. Hello, good morning, im neuen Dress. Ist der nicht schön? Das ist so ein, der hat Beine. Ja, hat eine Freundin von mir mitgebracht, die hat sich den gekauft und kann damit selber nichts anfangen. Also hat sie mir den geschenkt, voll lieb. Ja. Jetzt gehen wir unsere Morgenrunde ganz früh, weil es ist Sonntag und es ist wunderbares Wetter angesagt. Also für die Leute sehr heiß. Die werden dann wahrscheinlich alle in Scharen jetzt irgendwann zum See kommen. Und bevor das passiert, sind wir lieber hier und genießen noch da den Strand für die Hunde gerade. Und ja, die Ruhe vor dem Sturm, sage ich mal. Gestern war auch schon viel los, deswegen bin ich gar nicht mehr hier rumgelaufen. Und ja, jetzt ist noch ein Tag, wo ich mit meinen Freunden abhänge. Ein paar sind schon gefahren, aber vielleicht kommen noch welche heute, keine Ahnung. Oder die Woche, mal schauen, vielleicht verlängere ich auch mein
Wochenende. Adämchen ist fit, das ist die Hauptsache, ne? Pipi machen. Und jetzt geht's los, Friends. Bis später. Kennt ihr das, wenn man einfach so auf den Boden schaut und irgendwie überall Herzen sieht? An diesem Tag ist nicht mehr wirklich viel passiert. Wir haben uns einfach viel, ja, verquatscht, würde ich sagen, und den Tag verbracht. Dementsprechend geht es jetzt mit dem nächsten Tag weiter. Oh, jetzt auch mal von mir hier mit meiner Powerlocke. Ja, immerhin wächst der Pony hier. Wir haben Montag und es ist schon viel schöner hier, weil die ganzen Menschen weg sind. Gestern war die Hölle, vorgestern war schon schlimm, aber gestern war noch schlimmer. Aber das Wetter ist okay, also es ist schon noch warm, aber ich muss heute unbedingt einkaufen. Jetzt frage ich mich, gehe ich hier einkaufen beim Lidl? Ich müsste nämlich eigentlich auch Wasser tanken, aber Wasser tanken ist ja echt schwierig in dieser Ecke. Beziehungsweise überhaupt hier in meiner Ecke auch, also da muss ich mich irgendwo bei meinem Bruder in die Einfahrt quetschen, das habe ich ja beim letzten Mal auch gemacht. Ja, schwierig. Schwierig in Deutschland. Habe heute nicht so gute Laune. Ich weiß, ich bin um 2 Uhr aufgewacht und dann war ich nicht mehr müde. Habe ich halt YouTube geguckt. Ja, aber war ein schönes Wochenende, das will ich nicht sagen. Es war ein schönes Wochenende. Neue Leute kennengelernt und Altbekannte wiedergesehen. Und ja, eigentlich wollte ich ja die Woche jetzt hier bleiben auch noch. Also beziehungsweise ein paar Tage, je nachdem, wann das Wetter wieder entspannt ist, dass ich wieder mal mit zu meinem Onkel fahren kann. Zu dem, nicht Krankenhaus, was ist das da? Ach, Reha. Aber wettertechnisch sieht es halt so aus, dass es entweder regnet und warm oder Sonne und heiß. Und ich möchte das natürlich auch hier genießen, ne? Solange es geht. Solange es noch geht. Und, was wollte ich sagen? Ich hatte mir was überlegt. Ich habe mir was überlegt, was mit der Raja zu tun hat. Die ist nämlich jetzt gerade an der Leine. Hier habe ich übrigens gefunden, ne? Habe ich gefunden und für 25 Cent Pfand, hallo, die nehme ich mit. Ist mir scheißegal. Ja, was wollte ich sagen? Sie. Sie ist ja nun mal in der Schwebe zur Vermittlung. Ja, nein. 6 Hunde, ja immer, ist mein Rudel, ne? Mehr darf es nicht werden, sie ist die 7., sie ist aber ein Galgo, sie ist ein sehr, sehr toller Hund. Aber, ja, ich habe mir jetzt was überlegt, da ist ja jemand, den werde ich noch anschreiben jetzt nochmal, weil ich ja jetzt, wir treffen uns ja nicht immer regelmäßig im Wald hier bei mir, der wohnt ja auch bei mir in der Ecke, dann werde ich ihn jetzt mal anschreiben und fragen, ob er sie mal probeweise bei sich haben möchte. Dann schauen wir uns das mal an. Ne? Nee, hier bleiben. Pferdchen. Ist halt alle so toll. Interessiert die kein Schwein, ne? Interessiert kein Schwein hier, ne? Super. Ja, ob er sie mal probeweise ein paar Tage haben möchte und gucken will, gucken kann, wie es dann bei ihm funktioniert, so, dass wir da vielleicht. Ja, also das ist wirklich eine ganz tolle Person und ich vertraue dem auch da. Also der ist wirklich, wie gesagt, ich kenne ihn ja von früher. Von vor 2 Jahren, von vor 4 Jahren mit seinen Greyhounds und der hat ein Haus, der hat ein riesengroßes Gelände da mit eingezäunt. Also das ist super eigentlich. Ne? Und er würde ja auch noch einen zweiten nehmen, ne? Von daher, also jetzt keinen von meinen wahrscheinlich, weil ne, sind ja alle bei mir, auch wenn die Amy schwierig ist. Aber ich denke, das ist eine gute Option, da vielleicht auch nochmal Ausschau zu halten für ihn dann in Spanien oder so. Oder überhaupt, wo ich bin. Dass er einen zweiten dazu bekommt und sie auch dann einen zweiten dazu bekommt. Aber wie gesagt, ich habe das erstmal vor, mal schauen, ob es klappt oder wie wir das machen. So, liebe Freunde, ich habe hier gerade mal richtigen Hausputz gemacht und ich habe entdeckt, dass ich noch was zu trinken habe und ich habe auch noch genug Wasser da, sprich ich muss nicht unbedingt einkaufen, ich müsste nur meinen Müll wegbringen. Wozu ich jetzt aber kommen wollte, noch ganz schnell, Friends, ihr wisst ja, meine Tasse ist diese. Ich habe diese super schöne Tasse und die unter anderem 3 Stück davon, 2 Stück hiervon und 5 Stück von diesem wunderschönen blauen
könnt ihr noch ergattern. Die sind nämlich bei mir, inklusive, also ich habe noch Sticker da, noch ein paar, aber diese Tassen sind jetzt hier aktuell bei mir. Ich kann die also sofort losschicken und von mir gibt es dann für diese Tassen, die hier bei mir sind, die sind natürlich noch schon fertig und sind sofort versandbereit. Da gibt es von mir ein kleines Gimmick dazu. Also schnell mir eine E-Mail schreiben, hier eine PN schreiben, meine ich, und dann ja, sagt mir, was ihr haben wollt und dann schicke ich die euch. 2000 years later. Ach, so, Freunde, Stunden später, viele Stunden später, was haben wir? 4:15. Also der zweite Tag, gestern war es zwar heißer als heute, aber der zweite Tag und der Johnny kann sich nicht richtig abkühlen. Jetzt ist die Sonne zwar ein bisschen weg, kommt zwischendurch mal wieder, aber die Wölkchen kommen, es soll Unwetter geben. Ich bringe jetzt hier meinen Müll weg. Dafür sind diese riesen Hundefuttertüten immer ganz gut. Das sind jetzt 15 Kilo, da habe ich jetzt meinen ganzen Müll drin. Und so weiter. Den bringen wir jetzt weg. Zu den großen Mülltonnen, den öffentlichen Mülltonnen, den großen Containern. Müssen wir ein Stück laufen, aber das ist gut, weil denen ist auch warm. Ich habe jetzt schon drei Ventilatoren an. Den großen und die zwei. Eine Dachluke und einen kleinen. Aber es wird einfach nicht kühl, ne? Also ich denke mal, wenn es gleich regnet, dann ist es zwar kühl draußen, aber dann habe ich, ne, ich kann ja dann kaum die Fenster aufmachen, je nachdem, wie viel der Regen kommt. Dann wird es richtig fies. Dann habe ich so eine richtig fiese Schwüle im Wohnmobil. Aber naja, hoffen wir mal, dass es nicht ganz so böse wird vom Gewitter her, kommt, also soll alles kommen, heute Nacht auch. Mal schauen. Aber morgen trotzdem wieder 26 Grad. Dann soll es nochmal runter auf 20, 23 gehen, die Tage, 2 Tage lang. Ja, der Johnny ist halt dunkelblau, das merkt man einfach. Ne? Dann hast du hier die 7 Heizungen da drin, die wollen ja auch alle nicht draußen, außer Nelly und Amy, die mal draußen sind, aber sonst will keiner draußen sein. Ne? Ja, sind genauso verrückt wie ich. Ja, dann tingle ich da so rum, ne? Zu Hause irgendwie hänge ich rum und ich kann bei 3 Ventilatoren, kann ich auch kein Voice-Over machen, sprich, ich habe schon mit dem YouTube-Video angefangen, aber ich kann kein Voice-Over machen. Wenn ich die Ventilatoren ausmache, dann sterben wir. Weil hier ist einfach kein, das ist nicht, guck mal, da bewegt sich nichts, es ist kein Wind, null, nada. Und das ist der Unterschied zu Spanien, wenn viele sagen, ja, aber Spanien ist doch viel heißer, da hast du durchgehend Hitze. Ja, aber deswegen suche ich mir gerade eben für meine Hunde immer eine Ecke aus, wo Wind ist. Wind ist das Wichtigste. Wenn hier Wind wäre, wäre das alles kein Problem. Aber hier ist ein laues Lüftchen oder gar keins. Das hält man nicht aus. Das hältst du nicht aus. Naja. Haben noch ein Stückchen zu laufen. Dann ist das schon mal die vorläufige Abendrunde, weil 4:45 ist eigentlich viel zu früh, aber man weiß ja nicht, wie es gleich aussieht mit Regenlaufen und so. Da ist gar nichts, Mausi. Nelly. Mal alles ankleppen, Puppi. Ja. Super, Schatz. Und schon ist er weg und schon ist nicht mehr zu kläffen. Die kleinen Kläffer. Ich hasse Kläffer. So. Da muss ich noch was erzählen. Genau, da muss ich noch was erzählen. Das mache ich aber gleich, weil jetzt gerade wird die ein bisschen schwer. Die muss ich nämlich mit beiden Händen festhalten. Die flutscht mir durch die Arme hier durch. Bis gleich. Auf dem Rückweg zur Abendrunde, da gewittert es schon mächtig. Schwein gehabt! Hey! Das war schon ein gutes Unwetter, aber wir haben es überstanden und ja, gehen jetzt erstmal irgendwie schlafen. Willkommen und good morning. Wir sind auf der Morgenrunde und hier ist ganz schön was runtergekommen gestern, ne? Schon ein bisschen weggespült. Aber ich sag mal so, viele haben mir geschrieben, Nadine, alles gut bei dir, Unwetter, lalala, seid ihr nicht versunken? Ich sag mal so, in Spanien kommt ja, wenn da mal Regen kommt, dann kommt da so viel Regen in Minuten wie in einer ganzen Woche in Deutschland. Also gestern, das war gar nichts, ne? Das war auch vom Gewitter her, das war echt entspannt. Also da habe ich schon ganz schön Schlimmeres erlebt, genauso wie mit Sturm und so. Letztens, da waren ja auch, oh Gott, es stürmt und jetzt fliegt hier alles weg, Hilfe, Hilfe, Unwetterwarnung. Das ist auch wiederum im Gegensatz zu Spanien nichts.
Da hast du irgendwie 120 km/h, ne? Da denkst du wirklich, das Wohnmobil fällt um. Und das habe ich euch ja auch öfter schon mal live mitgezeigt und so weiter in meinen Videos. Ja, jetzt haben wir natürlich gestern den Regen gehabt. Jetzt ist das hier alles ein bisschen matschig, aber sandig matschig, aber es geht. Die kackt zum dritten Mal. Meine Güte, ey. Ja. Ich wollte eigentlich heute, weil ich habe gedacht, oh, heute 26 Grad, schwierig. Da wollte ich eigentlich heute, den Scheißhaufen mache ich übrigens weg, ne? Es ist nur ein Platschen, aber ich mache ihn weg. Habe ich gedacht, wenn es heute so heiß wird, dann mache ich, gehe ich heute Morgen früh vor der Morgenrunde, gehe ich eben einkaufen. Also so ein paar Getränke wollte ich dann doch holen, weil wenn ich kein Wasser brauche, dann mindestens Getränke für die nächsten Tage, wenn ich noch ein bisschen länger hier bleibe, noch ein paar Tage, wie gesagt. Und habe ich nicht geschafft, weil ich war irgendwie heute Nacht mal wieder wach, weil ich habe ein Video hochgeladen und das hat wieder die ganze Nacht gedauert, ne? Heute Morgen werde ich wach, meine Router heiß gelaufen. Und das Video war immer noch nicht, weiß ich, dann immer noch 3 Stunden. Ja, dann habe ich den Router mal woanders hingelegt, dann war es besser. Jetzt ist es hochgeladen, aber es hat wirklich den ganzen Tag gedauert. Unfassbar. Die ganze Nacht so. Ja, jetzt pfui da. Badada, wow, wow. Ja, jetzt toben die sich mal ein bisschen aus hier und dann kann ich nämlich, wenn es so bleibt, kann ich nämlich gleich noch... Hallo, Ämchen. Kann ich gleich noch eben schnell einkaufen, spazieren, sowieso einkaufen gehen, einkaufen. Ach, ist das schön, ne? Das macht Spaß. Die gehen auch schwimmen übrigens, die Galgos, aber ja, wenn ich sie mit reinnehme, dann, wenn ich jetzt selber schwimmen gehe, dann nehme ich sie mit rein, dann schwimmen die auch, aber die liegen. Ja, die guckt wieder Fische. Ja. Mein Gott, ey, guck dir das an. Das ist ein Stein. Ja, aber das macht Spaß. Rumplanschen macht auch Spaß, ne? Kinders? Wir sind hier ganz alleine, wie schön. Hier ist nichts los, wie schön. Ist ein bisschen schwül, aber trotzdem kühl. So macht das Spaß, ne, Ämchen? Genau. Wir haben gerade ein Lob bekommen, ne? Ja, weil ich alle Hunde freilaufen lassen kann. Also die Galgos jetzt, ne? Ja, weil die alle so gut hören können, ne? Komm mal hier, Ronja, bleib mal. Die Minimäuse? Die Minimäuse, Ron, Maddie, bleib hier. Maddie. So, was ist das? Da ist die Baby. Die hat die Mäuse. Oha, na hier liegt so einiges auf dem Boden oder in den Wegen. Vielleicht ist dir der Blitz eingeschlagen, aber vielleicht war es einfach auch nur dieses Unwetter mit dem Wind und dem Regen. Ja, morsches Holz vielleicht auch nur. Wir gehen unsere Wege und haben einfach nur eine Entspannung pur. Das ist so ein wunderschöner Ort für mich, dass wir so runterfahren können. Und ja, wie ihr seht, fühle ich mich auch manchmal so wohl, dass ich hier totale Spirenskis mache. Naja, so ist das Leben. Zu Hause habe ich dann entdeckt, dass die Nelly sich hier in irgendeinem Fisch oder irgendwas gewälzt hat. Und das stinkt bestialisch, sodass ich sie jetzt hier ein wenig, ja, mit meinem bisschen Wasser, was ich noch habe, irgendwie baden muss. Da muss sie durch. So geht das nicht. Let's go. Wir gehen, beziehungsweise ich gehe alleine hier an der neuen Wohnsiedlung, die hier entstehen soll, weil hier war mal eine Straße. Das hier war mal eine Straße, die führte auch zum See, beziehungsweise zu den Parkplätzen. Aber da wird jetzt richtig gebaut. Ich denke mal, das dauert noch ein paar Jährchen. Aber dann ist eh vorbei mit Stehen hier. Das sagen hier alle. Von daher noch genießen, was geht. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall gerade Getränke einkaufen. Ich muss Getränke haben. Mal schauen, was die so haben. Ob ich mir das leisten kann. Ich trinke ja kein Wasser
Und auch keine Cola, Fanta, Sprite und so. Also sowas wirklich nur, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so. Aber ansonsten bin ich nur auf Saft und Eistee raus. Das ist so schön. See. Ja, das kleine Hafen wieder. Ja, deswegen muss ich jetzt, glaube ich, wie in der Hitze, aber meine Hunde gehen noch, also ich habe doch die Fenster auf, Ventilatoren an, also denen ist es nicht zu warm, die pennen jetzt eh, die sind richtig platt vom, ich glaube, 2, 2,5 Stunden sind wir gelaufen. Also alles entspannt. Bisschen Wind kommt ab und zu auch und ein bisschen Schatten haben wir jetzt auch. Und ja, dann mache ich das jetzt mal, ne? Und dann bin ich mal endlich fertig. Mache ich noch ein bisschen Instagram und dann setze ich mich ans YouTube-Video. Oder an mehrere. Ich will heute richtig was schaffen. Wir haben ja erst 2 Uhr. Naja, kriege ich schon irgendwie hin. Ich bin fit heute. Immerhin. Und gute Laune habe ich. Auf dem Rückweg vom Supermarkt habe ich das hier gefunden. Ja, ist das nicht ein cooler Vorgarten, Garten, was auch immer. Aber das ist doch echt mal richtig cool gemacht, oder? Das musste ich für euch mal jetzt in Zeitlupe aufnehmen, weil hier gibt es so viel zu schauen und richtig cool. Ein Stückchen weiter sind dann die Enten hier fleißig am Trinken und haben ihren Spaß ohne Hunde, ohne Menschen, einfach nur die freie Natur an einem kleinen Strandstück genießen. Zu Hause angekommen, ja, ich würde sagen, das sind immer noch leichte Schlafnasen hier, ne? Oder Schnarchnasen, wie man es auch gerne nennt. Ups, naja, aber jetzt werden sie wach, weil ich habe jetzt gleich ein paar Leckerchen für euch. Na, du kleine Mausi. Mausi, 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 Mausi. Tolles Mädchen. Mip. Obwohl sie lecker haben, ne? Raya will er lecker haben. Raya will er lecker haben. Baby, oh, so schön. So, Friends, wir sind zur Abendrunde. Es ist sehr spät schon. Wir haben ja gut, ja doch, 20 vor 8. Es ist schon spät für uns, weil wir haben noch ein bisschen Tassen verpackt und geregelt, gemacht, getan mit den Bestellungen. Und ich habe ja eigene Tassen jetzt, ne, Friends? Schon seit längerem, aber jetzt sind sie auch aktuell bei mir gewesen. Also, dass ich selber Tassen hier bei mir im Wohnmobil habe und die verschicken kann. Raya! Und ja, jetzt gehen wir auf die Abendrunde hier kurz und dann, wir haben gerade meine Freundin, die braucht mal was zu essen. Und dann bin ich dabei, ne? Was anderes als Nudeln bin ich dabei. Von daher haben wir jetzt gerade bestellt, sie ein Schnitzel, ich eine Pizza. Fastfood-Kind Nadine in ihrem Himmel. Ja, deswegen muss ich nicht alleine essen, das ist schön. Vor ein paar Tagen habe ich ja selber was bestellt. Pommes, ich wollte Pommes haben, ich wollte Pommes essen. Oh. Ich habe mich hier die Pommes reingesetzt. Na komm, Bibi Kaka machen schnell. Und ja, jetzt gehen wir eine schnelle Runde und dann schnabulieren. Und dann geht es uns ab ins Bettchen. Ich bin auch müde. Ich habe heute ein YouTube-Video geschafft zu schneiden. Ich wollte eigentlich noch eins schneiden. Vielleicht schaffe ich das auch noch nachher. Nachher. Aber naja. Oder morgen, ne? Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, schön. Ja, dann sagen wir erstmal, wenn nichts mehr passiert, ne? Gute Nacht. So, hier wird sauber gemacht und ich spiele offensichtlich die Krankenschwester. Nicht alleine, aber naja. Das auf jeden Fall siehst du im nächsten Video, wenn du dabei bleibst. Also lass dem Video einen Kommentar, ein Like da. Darüber freue ich mich sehr und noch mehr über ein Abonnement für meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst mit unserem Leben, unserer Reise und all diesem ganzen Gedöns, was wir noch erleben werden. Das wird sehr, sehr heikel. Ich sag's euch, bei uns wird es nie langweilig. Wir erleben viele Abenteuer und ich danke, 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 danke euch für eure Unterstützung. All die lieben Menschen, die schon länger dabei sind, die immer kommentieren und ich kann euch gar nicht genug danken. Wir sehen uns auf jeden Fall jeden Dienstag und jeden Freitag um 19 Uhr hier auf meinem Kanal. Bis dann!